Eben ich voll Funk. Och man, jetzt zum vierten Mal, das gibt's doch nicht. Da muss doch zu machen sein. So blöd bescheuert kann ich noch nicht sein. Ich war doch schon drauf. Oder in der Nähe zumindest. Also machbar ist es auf jeden Fall. Also muss ich. Ja, so ein bisschen Timing ist das Problem. Na, spring hoch. Oder so. Nein, da war... Oh. Da muss man wirklich bei diesem Spiel ganz genau aufpassen, was man drückt, aber ganz genau. Weil wenn du eine Tastenkombination verkehrt drückst, dann bist du gleich reif. So. Guck mal, alleine für den Einsprung muss ich drei Tasten drücken. Und alleine um mich hochzukraxeln, muss ich schon mal eine Taste drücken. Ich meine, ist ja nicht so das Thema, aber wenn du gerade solche Dinge hast, so wie gerade eben, wo du so ein bisschen auf den Punkt genau springen musst, das ist schon nicht ganz... Nicht ganz so koscher. So. Huch. So. Warte mal, wir holen ihn erstmal dahin. Da fahren wir ihn einmal darüber. Und dann holen wir wieder zurück. Und kurz bevor... Ja, guck mal, siehst du? Na, warte! Oh, Alter! Oh. Ist die Frage, komme ich jetzt hier hoch? Ah, nee, warte mal. Ist ja trocken, ist ja ein Blödsinn. Kann ich hier rüberspringen? Ist ja total blöd. Ich wollte jetzt versuchen, da hochzuspringen. Da wäre ich hundertprozentig wieder abgestürzt. Oh, Alter. So. Einmal tief durchatmen. Ich höre da schon wieder irgendwas brutzeln. Da oben ist ein Generalschalter oder sowas. Hier werde ich auch sicherlich wieder. Na komm. Babe, zieh. Ach, geht nicht, okay. Ach, die geht. Geht die auch vielleicht ein Stück? Ja. Ein bisschen noch, dann können wir nämlich aufspringen. Und dann könnten wir vielleicht... Oder so. Okay, dann ist eine so eine Flamme, die können wir mal gau einschalten. Oh, guck mal hier, das ist so eine eingesperrt, so ein kleiner. Hallo? Können wir dir helfen? Können wir tatsächlich, geil. Danke wäre auch mal, also ich meine ja... Hätte es wenigstens noch ein bisschen was erzählen können, ja, hier ist ja auch nichts. Das Ding sollen wir 100 pro nach unten schieben. Und da kommt gleich irgendwas hoch. Weil Gegengewicht und... No. Aufhängen wollte ich mich jetzt nicht zwingend, also... Da sollen wir garantiert ranspringen, oder? Hoffentlich hat das genau an der richtigen Stelle gespeichert. Nochmal das Ganze hier. Aber müssen wir tatsächlich da nochmal nach oben. Ich dreh durch. Oh nein, wir müssen da nicht... Och Mann. Oder können wir hier irgendwas mit dem Ding machen? Auch nicht wirklich, ne?
Alter, das geht mir ja ein bisschen auf den Sender gerade. Oh, jetzt sehen wir auch nichts mehr. Oh, das ist ja so toll. Achso, gut, hier ist es nicht so schlimm. Ach, guck mal, wir müssen den Weg noch... Ach, guck mal, siehst du, das ist der Grund, warum die nicht runtergekommen sind. Das ist der Weg, warum die nicht runtergekommen sind. Das war von vornherein so geplant. Wir müssen nochmal Licht holen, hätte ich fast gesagt. Nochmal denselben Weg nochmal gehen, vermute ich. Nein, ich will doch... Ach so, jetzt können wir natürlich hier durch. Ja, natürlich, klar. Deswegen. Wir werden wahrscheinlich mit der Schlaufe nach unten und dann diesen Weg nochmal, damit wir hier unten durch die Stäbe durch können. Ja, natürlich. Na klar. So, kommen wir jetzt hier weiter. Kommen wir da nach oben? Weil das sieht mir so nach Klettermöglichkeit aus. Nicht primär. Da kommen wir auch nicht hoch, ne? Da hinten ist auf jeden Fall schon wieder so ein scheiß Auge. Aber nur... Ich muss mal kurz gucken. Och ja. Das wird ja wieder witzig. Ja. Oh. Zum Ende war das ganz schön knapp. Und weiter. Ach. Alter, was ist das hier bloß für ein Areal? Das ist doch... Okay, weiter geht's. Oh oh. Ah! Lauf! Achso, wir müssen da hoch. Ja, das war natürlich schlau. Das war natürlich schlau. Das war natürlich äußerst schlau. Ja, guck mal, sie wacht dann auch immer irgendwo auf. Also das ist, wie gesagt, wie im Traum. Nicht einfach nur irgendwo spawnen und gut ist. Achso, warte mal, das machen wir gleich nochmal Neues. Habe ich den Einsatz ein bisschen verpasst. So, guck woanders hin. Brav. So, das heißt laufen. Ah, spring hoch, zieh hoch, zieh hoch. Ah. Boah, also der Rückweg ist, glaube ich, schon mal... Oder zumindest fürs Erste abgeschlossen. Das Tor hier geht garantiert auch zu, wo wir jetzt gerade dran stehen. Ja, habe ich doch gesagt. War so klar. Und hier ist nichts zu sehen. Da ist nur so ein Viech, so ein kleines, so ein Hütchen-Mensch-Viech da. Zwei sogar. Oh, 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 oh. Aber die bewegen sich, also sie sind schon mal nicht tot. Ach doch, jetzt hauen sie ab. Okay. Mann. Trophäe erhalten. Das Gefängnis. Ah, okay. Wir waren also gerade im Gefängnis. Das ist gut zu wissen. Oder auch nicht. Gefängnis. Das ist ja auch fies. Wie gesagt, wir kennen ja auch noch den Hintergrund ja nicht von dem Spiel. Ja, ganz zu Anfang haben wir mal so eine Art Geisha gesehen. Und keine Ahnung, wer das ist. Ist es einfach die Böse? Ist das Mutti? Ist das keine Ahnung, wer? Und wo sind wir? Sind wir jetzt im Traum? Sind wir jetzt... sind wir in einem Traum? Oder ist es mehr oder weniger ein reales Erlebnis? Oder sind wir der Traum von einem dieser Kinder, die wir davon in den Betten gesehen haben? Oder vielleicht sogar von dem Kind, was uns was zu essen gegeben hat?
gute Frage. Ich mache ein bisschen Licht an. Dum, 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 dum. Ah, dass es ja auch keine Aufzüge gibt, wa? Na gut, da ist ja schon einmal an so einem Seil. Aber da mal reingucken. Mach mal Licht aus. Mach rein, du Schern. Oh ja. Rein können wir auf jeden Fall. Da ist auch ein Lämpchen. Ach, die sind auch zu suspekt, die Viecher. Können wir da Licht anmachen? Siehst du? Das dachte ich mir. Da oben scheint keine Luke zu sein. Achso, hier geht's doch weiter, oder? Hä? Da ist doch, dahinter ist doch irgendwas. Ich seh dir mal rein gar nichts. Auf jeden Fall ist da ein Raum hinter. Also, da ist ja auf jeden Fall was, aber ich komme da irgendwie nicht hin. Können wir hier irgendwo hochkraxeln? Mach die Tür mal ganz auf. Mö. Oder das ist vielleicht einfach nur ein Schrank. Das ist täuscht. Das ist einfach nur die Rückwand ist von dem Schrank. Hier scheint nichts zu sein. Na gut, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Ich sehe jetzt hier momentan nichts. Nein, hochspringen, hoch, hochspringen, springen. Och, Alter. Echt jetzt? Jetzt. Nee, der geht nicht. Geht auch nicht. Nee. Na gut, dann gehen wir erstmal die Treppe hoch. Entweder war das gerade nur für den Nein! Ich glaube, ich brauche eine neue Brille. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wie kann man da vorbeifallen? Wie geht das? Das ist doch nicht normal. So, nochmal Lämpchen an. Damit ich mal sehe, wo ich hinlatsch. Das ist manchmal echt schwierig. Wenn du nicht aufpasst, wo du hintrittst, dann fliegst du hier runter. Also wenn ich jetzt ein Stückchen nach rechts laufen würde, dann auf Wiedersehen. So, hier war aber das Lämpchen, was ich hier angemacht hatte, war noch an, ne? Dass wir diesen Speicherpunkt... Ja, den hatten wir an. Okay, dann kann ich auch gleich wieder zurückgehen. Brauche ich... Oh, Buch? Kann man nicht vorstellen, dass wir das Buch nochmal brauchen? Naja. Kann man nichts mitmachen. So, jetzt mal genau gucken. So, einen Schritt nach dem anderen. Wir gehen schon weit nach oben. Ich sehe aber auch gar nichts hier an der Stelle. Sollen wir dann vermutlich auch... Sollen wir dann vermutlich auch nicht hin? Oder irgendwas machen? Okay. Das scheint mir schon fast ein Wohnbereich hier zu sein. Also könnten wir hier vielleicht dann... Vielleicht auf irgendwelche Kreaturen treffen. Hier kommen wir schon mal nach oben. Ah, guck mal. Oh, guck mal, ne, da hängt schon wieder einer. Schön, dass ich gar nichts sehe. Wie kommen wir denn da...
rüber. Können wir da versuchen, aus Waschbecken zu springen, oder? Oh, da sterbe ich nicht. Ja. Oh, das ist doch... Aber auf jeden Fall liegt da oben ein Schlüssel drauf und den müssen wir uns ja garantiert einsacken. Beziehungsweise müssen wir nachher verwenden. Aber wie kommen wir da hin? Hier können wir zwar hochklettern, aber da kommen wir nicht viel weiter. Hm, vielleicht da an der Stelle. Warte mal, da ist ein Schalter. Da wird garantiert das Bett aktivieren. Allerdings ist da auch so eine Art... So eine Art Falltür. Oder beziehungsweise so eine Art... Drehtür. Okay, dich kann ich... Oh, warte mal. Hier mal rüberschieben. Okay. Komm ich da vielleicht hoch? Nee. Dies reicht nicht. Achso, wahrscheinlich ist das... Genau, das ist wahrscheinlich für die andere Seite, für den Schalter. Gott, wer da... Guck mal, man sieht das hier auch schön an den Spuren hier vorne. Ich denke mal, hier wird sich gleich irgendwas tun. Irgendwas wird sich hier bewegen. Hat er gerade das Bild geblinzelt? Nein. Hat mich wahrscheinlich nur getäuscht. Bett geht auf. Achso, dann kommen wir hier rauf. Dann kommen wir hier oben hin. Dann kommen wir hier auf diese Seite. Nein! Oh, Alter. Man muss echt dran denken, dass man die Taste gedrückt hält, sonst schmierst du ab. Kann man hier ganz oben rauf? Ja, kann man. Da kann man auch oben hin. Da könnte ich eigentlich auch da runterspringen. Das will ich aber eigentlich gar nicht. Ich will mal, warte mal. Ah, ja. Oh. So, einen Schritt runter. Und jetzt eigentlich nach links. So. Doch, das ist... Ach. Also muss ich runterspringen. Schau ich direkt auf den Karton rauf. Der ist... Nee. Schieb doch. Oder so, ist egal. Hier kann ich also nicht rüber, ja? Sehe ich das richtig? Ne, sieht nicht so aus. Also muss ich doch tatsächlich... Oder hier runterklettern. Das kann es auch sein. Ich werde es jetzt mal probieren, auch wenn ich wahrscheinlich gleich drauf gehe. Aber ich werde mal auf den Karton da unten hinspringen. Oh, geht. Geht, 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 geht. So. Schmeiß ich mal runter. Oh, Alter. Jetzt müsste hier irgendwo ein Schlüsselloch sein. Oder sollen wir hier lang? Hm. Ich laufe jetzt mal mit dem Schlüssel weiter. So. Ach, wir kommen da. Kommen da rein. Ach, guck mal da, siehst du. Nein, ich werf. So, jetzt. Ah. Sehr schön. So, ich wollte eigentlich nochmal hier gucken, ob wir hier vielleicht irgendwie...
Geh nicht kaputt. Hm. Eine schwere Eisentür abgeschlossen. Das hat meistens nichts Gutes zu bedeuten. Ich will da rein. Und vor allem so ein Affe mit solchen... Wie heißt den Dinger noch? Okay. Kommen wir nicht weiter. Ich musste... Halte X, um ein getragenes Objekt zu werfen, ja. Okay, das heißt, ich muss also mit dem Ding da oben hinwerfen, ja. Sehe ich das richtig? Ach so, okay. So hoch konnte ich sonst nie werfen, okay. Gut. Dann nehmen wir das mal so hin. Bling! Jetzt müssen wir, achso, wir müssen ja das Objekt mitnehmen. Halt. Affe, wir brauchen ihn nochmal. Da ist ja kein anderer Knopf, ne? Dann werfen wir mal hier. Die anderen Objekte konnten wir nie so weit werfen. Und der Schlüssel, der ging ja auch nicht so weit. Oh, ich krieg das Mikrofon auf. Vor allem weiter nach unten. Ich wäre ja... Naja gut, kommt drauf an. Wenn man ganz oben war, ist es natürlich schön, wenn man nach unten gehen kann. Och, wir kriegen schon wieder... Zustände. Frage ist, wo kriegen wir hier was zu essen her? Wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen beeilen. Kleine. Ach, guck mal da. Da. Wenigstens mal ein Lämpchen an. Für ein bisschen Licht. Bisschen Licht in der Dunkelheit. Das ist ja echt so trist hier. Ich sag ja, also wenn Kinder solche Träume haben, also... Ach, wie überlebe ich das denn hier unten? Wie soll ich das denn bitte überleben? Da, oh nein, müssen wir ratten, nein. Da ist ein Stück Fleisch. Da ist ein Stück Fleisch. Komm. Vielleicht ist nicht unbedingt das beste Essen, aber... Ach, du Arme. Das ist doch irgendwie so ein ekliges Stück Fleisch. So. Ach, das war so klar. Es war so klar, als ich das gesehen habe, das Stück Fleisch da in dem... Es war doch klar, wie eine Mausefalle. In dem Augenblick eher wie eine Rattenfalle. Oh, guck mal, da sind die Kinder. Oh, da sind ja Kinder drin. Oh, da sind überall Kinder drin. Oh, wo bringt ihr die Kinder hin? Oh nein, ich will das gar nicht wissen. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Achso, warte mal, wir waren garantiert. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Können wir dich befreien hier? Ich kann dich nur bewegen, das ist ja aber auch bitter. Aber vielleicht... Oh, aber vielleicht... kann ich euch ja doch irgendwie auf irgendeine Art und Weise befreien. Vielleicht nicht sofort, aber... Hm. Wo
kommen wir eigentlich auf die andere Seite? Oder was heißt, wo kommen wir auf die andere Seite? Kommen wir hier auch durch? Können wir tatsächlich... Ah, guck mal. Kommen wir tatsächlich, aber es bringt uns... Ach, guck mal, auf der Seite sind wir. Ah, okay, 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 okay. Das ist also nur zum Zwischenspeichern gedacht. Alles klar. Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum es vielleicht verschiedene Wege gibt. Gar nicht mal, damit wir verschiedene Wege gehen können. Sondern weil es hier und da einfach auch mal Abkürzung, Umwege oder sonst irgendwas gibt. Können wir hier so... Ah. Kann ich die hier irgendwie so ein bisschen... Helfen kann ich euch nicht hier, ne? Ich würde euch echt so gerne helfen, aber... Ich sehe ja, ich kann leider nichts tun. Hier oben ja auch nicht wirklich. Hier kann ich nichts machen. Ich wüsste jetzt zumindest nicht. Au! Das war ein bisschen zu knapp. Ah, verdammt. Zum Schwingen, okay. Zum Schwingen also. Gut, dass ich aber erstmal in jedem Raum erstmal pauschal abkratze. Das spricht für mich, muss ich sagen. Ach toll, jetzt können wir uns den Scheiß nochmal angucken. Ah, ich will das nicht sehen. Ist ja eklig sowas. So ein Langfinger, ekliger Langfinger, der sich da irgendwelche Armkinder schnappt, oh Drecksau. Ja, hoffentlich können wir denen irgendwie das Handwerk legen oder irgendwie flüchten und Hilfe holen oder weiß der Geier oder zumindest aus diesem Scheißtraum aufwachen. Vor allem wie bitter, ey, diesen kleinen Käfig mit dem kleinen Kind da hier noch hin und her schieben und oh. Ich hoffe, dass ich denen echt helfen kann. Huch. Okay, ich kann tatsächlich schwingen. Das ist schön. Das hätten sie auch mal früher einblenden können, oder? Nicht kurz bevor ich abkratze. So, warte noch mal ein bisschen mehr Schwung und dieser... Ah. Tja, hat uns jetzt aber auch nicht wirklich was gebracht. Warte mal, da oben ist irgendwie... Ach, können wir da hochkraxeln? Können wir vielleicht hochkraxeln? Guck mal, eine Guillotine, Alter. Was ist das denn? Oder so. Ich wollte eigentlich nach links springen. Ich geb eine Guillotine, ey. Kann man hier Licht anmachen? Ey. Guckt euch das mal an. Eine Guillotine. Mit Blut noch dran. Oh, was ist das für ein Laden hier? Ups. Und noch mehr Kinder. Komm ich hier hoch? Igitt. Oh nee, lass... Ey, das ist tatsächlich das Kind, oder was? Jetzt packt das auf so einen Fleischerhaken. Oh, was bist du denn für ein... Oh, nee, ne? Oh, tatsächlich. Guckt euch das an. Oh, wir müssen aber weiter, weil ich glaube, hier ist gleich kein Kind mehr.
Oh, du siehst mich ja. Nein, da lang. Ich muss hier weg, ich muss weg, ich muss weg. Weg, 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 weg. Runter, 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 runter. Oh, nein, 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 nein. Scheiße. Daneben. Scheiße. Ah. Können wir hier irgendwas? Nee, können wir nicht. Ach, scheiße. Oh, ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. Oh, na gut, okay. Irgendwie kriegen wir das schon gebacken.